Herzlich willkommen hier wieder zurück bei Rayman Legends. Und heute spielen wir nicht mit dem Rayman, sondern mit so einem Kleinling. Ja, der macht nämlich auch ganz lustige Attacken, die wollte ich ganz gerne mal ausprobieren. Natürlich wieder in der Welt Kleinlinge in Kalamitäten. Und ja, hier haben wir alles gemacht, hier auch. Und hier habe ich natürlich auch alles gerettet, aber da im Let's Play. Und dieses Mal würde ich ganz gerne die Barbara retten, die jetzt ja auch verdient, gerettet zu werden, oder nicht? Das muss man ja auch mal schaffen hier. Das arme Mädchen sollte man mal retten. Naja, aber bevor wir in das Level einsteigen, würde ich euch ganz gerne mal etwas über Ubisoft verraten. Das erste Spiel, das Ubisoft hier hergestellt hat, war das Spiel Zombie. Ich weiß nicht genau, was es für ein Spiel ist, ich kenne das nicht. Darunter ist auch das Ubisoft-Logo abgebildet. Das war damals irgendwie ganz komisch. Und Rayman war auch ein prägendes Spiel für Ubisoft. Ja, weil Rayman war halt 1995, wurde das zum ersten Mal veröffentlicht, das erste Spiel davon. Und ja, das war halt sehr prägend, das war halt einer der ersten großen Hits von denen. Und damit wurde halt Ubisoft berühmt. Die hatten damals auch noch so ein komisches Logo, auch so ein anderes, nicht dieses blaue, sondern so eins mit so einem Regenbogenstreifen, sag ich mal. Danach kam halt Tom Clancy's Sachen nach Rayman und dann die Siedler. Und irgendwann kam Prince of Persia, Far Cry, Brothers in Arms, Call of Juarez, Heroes of Might and Magic. Und dann erst im Jahr 2007 fing die Reihe von Assassin's Creed an. Und im Jahr 2009 fing Just Dance an und Anno 1404. Das war der beiliegende Zettel zu Rayman 3, wo dann da die 25 Jahre Ubisoft thematisiert wurden. Und dort war das halt nochmal alles dargestellt, was Ubisoft so bisher entwickelt hatte. Ich hoffe, das waren tolle Informationen für euch. Naja, und dann starten wir jetzt einfach mal in das Level Katakomben-Sause. Ja, dann gucken wir mal. Och, mit dem Herren hier. Hallöchen. Ja, genau. Jo. Ich hoffe, jetzt kriegen wir auch Verstärkung durch. Ja, genau. Er wird uns helfen, weil hier natürlich Schalter in dem Level sind. Ja. So, betätige mal den Schalter, diesen auch. Und, oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Das ist nicht gut. Nicht gut, ein Feuer. Also da müssen wir jetzt schnell sein. Oh Mann. Aua, sonst heißt es, mein Hintern wird abgefackelt. Ah, puh, puh. Mein Arsch. Er ist so heiß. Oh. Ich, damit, das meine ich jetzt so wortwörtlich halt. Heiß. Also jetzt nicht so vom Angeberischen her, sondern heiß von Scheiße. Er ist heiß. Oh. Fuck, fuck. Nochmal, nochmal, nochmal. Wir lassen uns doch mal töten, weil ich möchte diesen Kleinling gerne retten. So, nochmal hier hin. Und, ach, nee, warte, ich möchte diese gerne haben. Mein Gott, nochmal. So, so, nochmal. Und dann springen wir. Och, Mann. So, den nochmal schnell retten. Wenn es uns nicht gelingt, ist es nicht schlimm, wenn wir hier nicht alle kriegen. Ist ja jetzt kein Weltuntergang oder so, ne? Also, das ist ja nur, man hat nur nicht alle gekriegt. Das kann man ja jederzeit wiederholen. Das ist jetzt auch nicht so tragisch, sag ich mal. Aber wir müssen schnell hier durch. Das ist, ich hasse solche Zeitlevel. Oh, nee, ich hasse sowas. Ganz ehrlich, Leute. Ich mag sowas ganz und gar nicht. Weil, auch Zeitdruck. Ich finde sowas immer echt scheiße gemacht, wenn man so unter Zeitdruck ist. Och, Mann, nein. Och, was soll das denn jetzt? Und hier muss man dann wieder irgendwas retten. Hier vergewaltigt wieder einer. Und dort auch. Oha. Aha. Was vergewaltigst du da schon wieder? Schnell? Nein, ich muss schnell handeln. Weil... Oh Gott. Und dort auch schon wieder so schnell. Oh. Das ist der Horror. Ich meine... So ein Level irgendwie, ich mag solche Level nicht. Ja. Okay. Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen, wie man so schön sagt. Da, 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 hier auch und mach mal auf hier. Das ist natürlich wichtig.
Das ist wichtig, wenn du hier aufmachst. Nein. Sammeln. Aha, sammeln. Und ganz schnell hier. Und hier wieder aufmachen. Boah, ich hasse solche Level. Ui, sonst brennt mir der Arsch an. Ach so, hä? Was war das denn? Das fand ich jetzt aber komisch. Way, wir haben den ersten... Wie? Wir haben es schon geschafft? Ach, da gab es nur 3 Stück zu retten. Das fand ich jetzt aber... Das fand ich jetzt aber komisch. So schnell fertig. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also, so schnell... damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Nein. Es war aber... Was war das denn für ein Level? Wow. Da ist das Level uns wieder ausgespuckt. Und wir haben alle gerettet. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, und da muss man jetzt die Barbara retten. Aber das hätte ich wirklich nicht gedacht. So schnell ein Level. Sorry, dass ich zu dem Level jetzt nicht so viel sagen konnte. Ich war in Zeitdruck und da... kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Das ist ein bisschen scheiße. Ich würde ganz gerne nochmal den Charakter wechseln. Weil ich fand, mit dem hat das dann irgendwie alles nicht so gut geklappt. Weil der irgendwie nicht so gut fliegen konnte. Aber ich fand, dafür kann der besser kämpfen. Nein, da... Nee, da wollte ich eigentlich nicht rein. Nee, da wollte ich eigentlich nicht rein. Wo ich jetzt eigentlich rein wollte, ist... Was ist denn das, wo ich... ich wollte... Nee, Challenges auch nicht. Heroes... Galerie der Helden, genau, da wollte ich hier rein. Und ich wollte mit einem anderen spielen. Aber wollen wir mal gucken, wie es mit Globox. Ach, guck mal, ich habe mal jetzt Barbara. Barbara, wir können. Boah. Boah, wie geil. Okay. Warte mal. Wir gucken uns mal an, wie es ist, mit denen zu fliegen. Die können alle nicht so lange fliegen wie der Wayman, oder? Ja. Was steht denn da? Kleinlinge sind kleine Zauberwesen. Ah. Okay. Guck mal, wir gucken uns mal an, wie lange Wayman fliegen kann. Naja, okay. Aber, Barbara? Ich glaube, bei Wayman sieht das einfach nur so aus. Ich finde, ich finde, die kann so schöne Schläge machen. Kommen wir nehmen mal Barbara. Ja, mit Barbara retten wir dann mal Barbara, oder? Oder? Dann ist doch was hier. Mit Barbara, Barbara retten. Das ist doch mal geil. Oder nicht? Boah, ich finde das so geil, wenn man so Axt, oh. Das ist geil. Rette Barbara. Dann wären wir jetzt ein zweites Level. Wo wir die natürlich retten. Und, ja, dann... Oder nee. Ach so, wir haben die schon gerettet? Nee. Ach so, wir hätten die einfach dort rausnehmen können. Wir haben die im Prinzip jetzt gerettet. Oh. Aber irgendwie habe ich keine Rettung gesehen. Ich habe keine Barbara gesehen, ich habe gar nichts gesehen. Wir haben jetzt gerettet und gut ist, oder wie? Mein Gott, das ist ja scheiße. Ich habe mir mehr erhofft. Ach, naja, dann sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Rayman Legends mit der Barbara wieder.